ein herzliches Willkommen zum Podcast Inspirierendes aus Theologie und Kirche. Heute geht es um den bekanntesten deutschsprachigen Kirchenliederdichter, Paul Gerhardt. Er hat ein so bewegtes Leben gehabt und hat so viele Menschen bewegt und bewegt sie bis heute durch seine Lieder. Und ich habe mir dazu einen Gesprächspartner eingeladen. Ein herzliches Willkommen meinem lieben Kollegen Pfarrer Uli Schippach. Uli, super, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich bin ja auf dich gekommen, du hast mal einen Vortrag in unserer Gemeinde gehalten über Paul Gerhardt. Er hat mich so angesprochen, nicht nur mich. Er hat uns so berührt und so machen wir Paul Gerhardt noch einmal eine größere Öffentlichkeit zugänglich. Sag mal, Uli, könntest du kurz etwas zu deinem Werdegang sagen? Ja, ich selber habe eigentlich Theologie auf dem zweiten Bildungsweg studiert. Zuerst war ich Elektroniker, dann Toningenieur und später habe ich dann noch Theologie in Bern studiert. Meine Frau und ich waren dann 32 Jahre im Wallis in der Kirchgemeinde Thurnen als Pfarrer-Ehepaar tätig. Also im Kanton Bern? Im Kanton Bern, ja, genau. Interessant, so lange Zeit. Jawohl. Das war eine gute Zeit, ja. Es war eine gute Gemeinde und das ist nicht immer der Fall. Vielleicht schauen jetzt sogar welche zu. Wer weiß. Hören das Kompliment? Wer weiß. Die wurden sehr gestützt und darum sind wir auch so lange geblieben. Jawohl, sehr schön. Und jetzt bist du pensioniert und ich muss sagen, die Pensionäre werden immer jünger. Das ist unglaublich. Ja, und sag mal, Uli, wie bist du denn persönlich auf Paul Gerhardt gestoßen? War das automatisch durchs Studium, durchs Vikariat? Wieso hat dich der Paul Gerhardt so angesprochen? Nun, auf ihn gestoßen bin ich eigentlich schon viel früher. Wir hatten im Progymnasium in Thun eine sehr strenge Lehrerin. Und diese hat jedes Mal, wenn wir Jungs einen Blödsinn gemacht haben, Strafaufgaben verteilt. Oh, oh. Und eine dieser Aufgaben war, immer wieder eine Strophe eines Kirchenliedes auswendig zu lernen. Sollte ich meinen Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein? Und das musste man dann auswendig lernen bis am Samstag. Und am Samstag hieß es dann, rezitieren, wenn du es kannst, kannst du nach Hause, sonst wird geübt, bis du es kannst. Und so bin ich dann im Laufe der Zeit fast durch das ganze Lied gekommen und habe gedacht, werde ich nie mehr singen in meinem Leben. Doch es kam eben anders. Der Weg verläuft eben anders. Damals wusste ich noch nicht, wer Paul Gerhardt war oder hat mich auch nicht interessiert. Aber sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein. Dieses Lied hat sich mir eingeprägt. Umso schöner war dann die Entdeckung später, dass das ja ein sehr berühmter Kirchenlieddichter war, der eigentlich in ganz Europa, deutschsprachigen Europa, sehr tiefe Spuren hinterlassen hat. Und dann bekam für mich das Lied natürlich noch eine andere Bedeutung. Also von einer Strafe jetzt zu einer Wohltat, von einer Bestrafung zu etwas sehr, sehr Positivem, Lebensprägenden für dich. Ja. Kann ich das so sagen oder übertreibe ich da? Nein, nee, ganz sicher nicht. Ja. Und sag mal, Uli, was war das eigentlich für eine Zeit, in der Paul Gerhardt gelebt hat? Das ist ja schon einige Jahrzehnte oder noch länger her. Ja, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Es war die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Also letztlich ging es ja damals darum, wer hat die Vorherrschaft in Europa. Und gleichzeitig war es auch ein Religionskrieg. Es ging eigentlich um eine Rückgängigmachung der Reformation. Und so bildeten sich zwei große Gruppierungen, die katholische Gruppierung und die Union der Protestanten. Und die umfassten eigentlich fast ganz Europa damals, von Spanien bis Schweden. Und in dieser Zeit wurde dieser Krieg aber dann auch zu einem, wie soll ich sagen, nicht mehr Religionskrieg, sondern das Söldnerwesen begann und die Söldner kämpften nicht für eine Idee, sondern wegen dem Geld und somit kämpften sie einmal auf dieser Seite, einmal auf deren Seite. Und das hat über das, vor allem über das große Deutsche Reich eine Spur der Verwüstung gezogen.
Im 17. Jahrhundert. Im 17. Ja. Jahrhundert, 1618 bis 1648. Mhm. Und das Furchtbare war ja, dass zum Krieg dann noch die Pest dazu kam. Ja. Und zwei Drittel der Bevölkerung entweder durch den Krieg oder durch die Krankheit starb. Das muss ich mal vorstellen. Ne? Muss ich vorstellen. Diese Entvölkerung. Ja, ein Drittel war noch übrig geblieben in dieser Zeit. Und es war eine sehr schlimme Zeit, eben auch wegen dem Söldnerwesen, weil es dann plötzlich auch um Geld ging. Ja. Wo verdiene ich mein Brot? Ja. Und nicht mehr um die Frage, was ist Recht und Gerechtigkeit. Und das hat Europa sehr, sehr geprägt. Ja. Ja, und es gab keine starken Führerfiguren mehr. Also das Deutsche Reich wurde auf 300 verschiedene kleine Territorien zerstückelt. Die einen waren calvinistisch-protestantisch, die anderen waren lutherisch, die dritten waren katholisch. Luther ist gestorben, es gab keine richtige Führerperson mehr. Ja, ein großes Wirrwarr. Ja. Ein großes Wirrwarr. Ja. Und in diesem Rahmen, da hat Paul Gerhardt gelebt und gewirkt. Könntest du zu Paul Gerhardts Lebensgang kurz etwas sagen? Was ist da wichtig, um zu verstehen? 10 Jahre vor dem Beginn des Krieges auf die Welt gekommen, also 1607 ist er geboren in Gräfenhainichen. Sein Vater war eigentlich eine Persönlichkeit in diesem Dorf, er war der Bürgermeister, er hatte ein Gasthaus und Paul Gerhardt ist dort mit 4 Geschwistern aufgewachsen. Den Grund für sein Gottvertrauen hat aber eigentlich seine Frau gelegt. Sie war eine Pfarrerstochter und hat diesen Kindern sehr viel religiösen Boden mitgegeben. Der Vater ist dann sehr früh gestorben und die Mutter schon 1621. Und Paul musste dann von zu Hause weg und kam nach Grimma an die Fürstenschule. Dort in Grimma bekam er eine solide Grundausbildung. Wir würden heute sagen, er hat in einer Art Maturität gemacht, um dann später in Wittenberg Theologie zu studieren. 1628 war er dann in Wittenberg, hat sich finanziert, nicht über Stipendien, das gab es damals nicht, sondern über eine Stelle als Hauslehrer. Und hat dann dort lutherische Theologie studiert. Und er war ein überzeugter Lutheraner, also seine Überzeugung war, es geht um die Gnade Gottes und nicht um den Verdienst, es geht um die Gnade. Und das hat er ein ganzes Leben lang durchgezogen. Das Problem war, im Dreißigjährigen Krieg sind nicht nur die staatlichen Strukturen zerfallen, sondern auch die kirchlichen. Und so bekam er erst mit 44 Jahren seine erste Stelle als Pfarrer. Muss man sich einmal vorstellen, schon in unserer heutigen Zeit ist das sehr, sehr spät. Und damals, das war ja kaum vorstellbar, also wie lange er darauf gewartet hat, wirklich in Lohn und Brot eine richtige Anstellung zu haben. Ja. Und familiär ging es dann so weiter, dass er sich in die Tochter verliebte, die er eigentlich auch unterrichtet hat im Hause Berthold, geheiratet hat und dann kamen die Kinder. Und es war für ihn eine sehr schöne Zeit, wobei eben auch dort Leid und Freude in dieser Zeit sehr nahe beieinander waren. Also er hat von seinen Kindern bis auf einen Sohn alle verloren. Durch Krankheit, die auch durch den Krieg bedingt waren. Ja. Aber von dort, es war dann wesentlich, dass er eine Stelle in Berlin bekam. Er kam dann zurück von Mittenwald, wo er seine erste Stelle angetreten hatte, zurück nach Berlin. Und dort hat sich seine Geschichte, wie soll ich sagen, ein Stück weit verändert, indem er dort sehr berühmt wurde. Aufgrund seiner Lieder, aufgrund seiner Gedanken. Also es hat er damals schon zu Lebzeiten erfahren. Manchmal gibt es ja Persönlichkeiten, die das gar nicht mehr mitbekommen, diese Wertschätzung, aber er hat das damals schon erlebt. Ja, ja, er hatte das große Glück, dass an der Nikolaikirche in Berlin 2 berühmte Kantoren waren. Der Krüger und der Evelin.
Und diese zwei Kantoren haben seine Texte aufgenommen, haben sie in ihre Sammlung von Kirchenliedern aufgenommen, vertont. Ich würde sagen, es ging Paul Gerhard fast wie Jesus. Mhm. Jesus brauchte Paulus, damit er in der ganzen Welt als der Messias erkannt wurde. Und Paul Gerhard brauchte die beiden berühmten Kantoren, damit seine Texte vertont in der ganzen deutschsprachigen Welt eigentlich bekannt geworden sind. Sie haben ihm so kongenial zugearbeitet. Genau. Und wenn wir heute Lied und Text anschauen von Paul Gerhard Lieder, das passt einfach großartig zusammen. Das passt zusammen. Also ich würde sagen, seine Lieder dokumentieren auch in einem gewissen Sinne seinen Lebensgang, nicht? Ja. Und das gibt mir jetzt sozusagen den Steigbügel zur nächsten Frage. Was war das für ein Mensch? Wir haben über seinen Lebensgang gesprochen, hat viele Höhen, aber auch sehr, sehr viele Tiefen durchgemacht. Was war er für ein Mensch? Bei dir schimmert so ein bisschen durch, er war ein streitbarer Mensch. Ja, das war er. Überzeugter Lutheraner, fromm geprägt von zu Hause. Was kann man noch so zu seinem Charakter, zu seinem... Also auf ganz deutlich wurde seine Stärke. Ja. Damals, als es darum ging, das Luthertum zu verteidigen. Ja. Der Reichsfürst, als er in Berlin war, wurde Calvinist, wurde Protestant, war nicht mehr Lutheraner. Und dann gab es unter seinen Pfarrern ein Gezänk, ob jetzt der calvinistische Glaube mit seiner Prädestinationslehre und der ganzen Abendmahlstreit das Richtige sei, oder der lutherische Glaube. Jawohl. Und da hat sich Paul Gerhard als sehr standhaften Kämpfer erwiesen. Er hat nämlich das Edikt, das dieser Reichsfürst seinen Pfarrern aufdrängen wollte, dass sie ablassen, miteinander anklagen, miteinander, man würde heute sagen, Mobbing betreiben. Ja, und zu streiten. Und zu streiten. Ja. Er wollte einfach Ruhe. Ja. Und Paul Gerhard sagte, nein, für mich ist das eine Irrlehre. Ich stehe zu meinem lutherischen Glauben und hat in Kauf genommen, dass er seine Stelle verlor. Und muss ich mal vorstellen, so konsequent war er? Hat seine Stelle verloren. Und wir können uns jetzt heute das kaum noch vorstellen. Heute gibt es ja die Möbelwagenkonversion. Wenn jemand von Norddeutschland in den Süden der Schweiz zieht und wehrt sich nicht, sagt man es evangelisch, wird er vom Lutheraner, wird er dann zum Reformierten. Möbelwagenkonversion haben. Und dann haben wir ja in unserem reformierten Gesangbuch jede Menge Paul Gerhard-Lieder, die wir auch mit unseren Konfirmanden hier in diesem Raum übrigens auch singen, auch üben und sehen da überhaupt kein Streit, also kein Gegeneinander. Aber damals spielte das eine Rolle, ganz der Gegensatz Rolle. Lutheraner, calvinistisch reformiert. Uli, kannst du kurz, oder Zwingliana, kannst du kurz nochmal, ich denke mal, viele jetzt zuschauen und sagen, hey, wir wollen ja Ökumene zwischen evangelischen und katholischen. Wie kommt denn das, dass sogar die evangelischen untereinander? Aber wo ist da der Knackpunkt? Warum waren die so zerstritten? Also ich denke, ein Knackpunkt war sicherlich die Abendmahlslehre. Ja. Luther wollte eigentlich nie eine Trennung, sondern er wollte eigentlich die katholische Kirche reformieren. Ja. Und für ihn war das Abendmahl immer noch mit der Wandlung verbunden. Ja. Also Wein mit zu Blut Christi, real. Also näher an der katholischen Kirche. Näher an der katholischen Kirche, ebenso das Brot, die Hostie, die wird gesegnet, das wird zum Leib Christi. Und die Reformierten sagten, nein, das ist ein Zeichen, das steht für das. Ja. Und das ist natürlich ja bis heute in der Ökumene ein Streitpunkt, also die Reformierten und die Katholiken. Das ganze Verständnis von Messe und Abendmahl ist völlig verschieden. Ja. Wir können heute ja auch noch nicht damit ganz umgehen. Also ich meine, konservative katholische Kreise, die würden uns ja das Abendmahl auch verweigern, weil wir eben das als Zeichen sehen und nicht als reale Wandlung von Wein in Blut und Hostie in Leib Christi. Und das war damals noch viel, viel ausgeprägt. Ja. Und war natürlich auch mit Machtstrukturen verbunden. Also ich denke, man weiß ja, dass
mancher Fürst hat ein Edikt erlassen und dann, wenn es darum ging, politisch sich neu zu positionieren, wurde das wieder aufgehoben, so wie der 30-jährige Krieg begonnen hat. Mit dem Prager Fenstersturz, da war auch ein Edikt, das plötzlich nicht mehr gelten sollte für die böhmischen Brüder, damaligen Reformierten, wenn man so sagen will. Ja. Also, das ist bis heute ein Knackpunkt, ja, auch in der Ökumene. Ja. Ja. Und Paul Gerhard war eben, wie gesagt, ein Kämpfer. Für ihn war eben die lutherische Überzeugung ganz prägend. Ganz, ganz prägend. Jawohl. Ja, und spiegelt sich denn so der Glaube von Paul Gerhard auch in seinen Liedtexten wieder? Ja. Also seine Frömmigkeit? Ganz bestimmt. Also ich denke, Paul Gerhard war ein Mensch, der die Natur, aber auch das Leben der anderen Menschen, sein eigenes Leben beobachtete und interpretierte über seine Texte. Also als Beispiel, als sein Dorf überfallen wurde, Gräfin Hainichen, und die ein Drittel der Häuser abgebrannt wurden und viele Freunde starben und er sah, wie Männer ihre Frauen verließen, weil sie krank wurden oder die Kinder verließen, oder? Hat er ja Lieder gedichtet. Ich werde Ihnen mal eines aussuchen und ein paar Zeilen davon lesen. Und das ist gut als Beispiel. Mhm. Er sagt in diese Situation hinein als Text: Warum sollte ich mich denn grämen? Hab ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Oder: Unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich lassen schauen. Wollt ihn auch der Tod aufreiben, soll der Mut dennoch gut und fein stille bleiben. Herr, mein Hirt, Brunnen aller Freuden, du bist mein, ich bin dein. Niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir so gut in den Tod gegeben. Muss ich das vorstellen? Vor diesem Hintergrund kommt hier ein unwahrscheinliches Urvertrauen. Zutage. Ja, und eben glaubwürdig auch. Glaubwürdig. Glaubwürdig, weil er ist ja nicht einer, der in der trockenen Studierstube, sondern im hartesten Leben, im Alltag des Krieges, das erlebt hat und durchlebt hat. Durchlebt hat und auch im Tod seiner Kinder durchlebt hat. Ja. Es kommt mir so ein wenig vor wie die Psalmen Davids. Oh ja. Er interpretiert dort ja sein Leben. Und interpretiert dort auch sein Verhältnis zu Gott. Und so interpretiert Paul Gerhard in seinen Liedern letztlich auch sein Verhältnis und seine Weltsicht im Verhältnis zu Gott. Ja. Und das ist natürlich etwas, das immer bleibt. Ja. Die Gedanken, seine Erfahrungen sind doch auch unsere Erfahrungen. Absolut. Und es ist so spannend, Uli, weil die Frage ist ja auch, dem Paul Gerhard ist so viel Leid passiert, musste so viel durchmachen. Also äußerlich und persönlich. Und wie passt das dann zu seinem Glauben mit Gott zusammen? Weil es gibt ja durchaus Leute, die sagen, mir passiert Schlimmes, mir passiert Leid, persönlich oder in der Welt. Und wie bringt Paul Gerhard das zusammen? Oder was hat er für eine Vorstellung von Gott, dass es für ihn doch stimmig ist, auf diesen Gott zu vertrauen? Also ich denke, es hat mit der lutherischen Theologie zu tun, die vom Leistungsdenken weggeht zur Gnade. Ja. Und Gnade heißt Zuwendung. Zuwendung Gottes. Ja. Zuwendung zu mir. Ja. Also ich bin für ihn nicht irgendeine Nummer in einem riesigen Kasten, und was hinter dieser Nummer steckt, weiß niemand genau, sondern er denkt, ich bin für Gott ein Mensch, den er als Gegenüber geschaffen hat. Und zu diesem Menschen steht er. Ob sein Leben nun gerade verläuft, mit Höhen und Tiefen, mit vielen Kurven oder wo auch immer, er hält sich daran. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist auch, dass er in der Natur Gott erkennt.
und immer wieder stand über die Wunder, geh aus mein Herz und suche Freud. Also das berühmte Lied, das man ja nicht unbedingt zuerst als Kirchenlied empfindet, sondern einfach als Lied der Dankbarkeit für die Schöpfung, für das, was immer wieder wird. Auch jetzt bei uns im Frühling plötzlich die Felder wieder zu blühen beginnen. Geh aus mein Herz und suche Freud. Und ich denke, diese beiden Elemente, auf der einen Seite die Beobachtung der Natur, auf der anderen Seite sich geborgen wissen in den Händen Gottes, so wie es in Psalm 139 steht. Und gehe ich dorthin, wo die Sonne aufgeht oder versinkt, auch dort wird deine Rechte mich fassen und deine Rechte mich halten. Ja. Also so stelle ich mir ja das gedankliche und seelische Konstrukt von Paul Gerhardt vor. Ja. Und so kommt es mir auch in den Liedern entgegen. Kommt es uns entgegen und er fühlt sich persönlich eben getragen. Auch im Leid und durch das Leid hindurch. Ich will nicht die Frage, wieso lässt Gott das Leid zu, sondern wo habe ich denn jetzt Hilfe im Leid? Genau. Das ist für ihn das Entscheidende. Und ich denke, es ist auch entscheidend, dass er das Leid nicht negiert, sondern aushält. Ja. Und also, wie, ne? Und wie? Und wie? Also, da kommt mir einfach sein Lied in den Sinn, das mir immer wieder, wie soll ich sagen, auch mein persönliches liebstes Lied ist, befiehl du deine Wege und was dein Herz erkränkt. Der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden gibt, Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Paul Gerhardt hält dort eine Situation aus, wo eigentlich der Ausgang offen ist. Warte, warte, Gott wird es richten. Hoffe, du arme Seele, hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit, so wirst du schon erblicken, die Sonne der schönsten Freude. Es ist für mich so eine Art, ich laufe nicht davon. Ja. Ich stehe und erwarte, was Gott mit mir noch unternehmen wird. Also er kennt die Höhlenerlebnisse, er kennt die Dunkelheit. Also wenn einer diese Erfahrung gemacht hat, dann er. Aber er läuft nicht davon, er kritisiert nicht, sondern hält die Augen offen, dass er irgendeinmal den Lichtschein Gottes sieht, der ihm neue Wege eröffnet. Gut, man muss vielleicht auch sagen, er war eine sehr feine Seele. Ich denke, sein Lebensabend war ja nicht sehr schön in Lippe, als er dann seine letzte Stelle antrat, zusammen mit seiner Cousine, seine Frau ist ja auch früh gestorben, und seinem Sohn, sechsjährigen Sohn. Und dann dort doch sehr depressive Stimmungen erlebte. Sehr depressive Stimmungen. Also die Seite hat er auch, neben dem Vertrauen, der Hoffnung, dem Glauben, auch depressive Stimmungen. Das gab es auch. Das gab es auch in seinem Leben, durchaus. Aber es steht, oder ich habe gelesen, wie er dann eigentlich seine eigenen Texte rezitiert hat. Also praktisch sich selbst sprechen lassen, genau, um wieder auf die Spur zu kommen. Genau. Ja. Also Texte, die er vielleicht in Anführungszeichen besseren Zeiten geschrieben hat, hat er sich selbst vorgelesen. Ja. Und das hat ihm dann auch immer wieder geholfen, aus der Höhle herauszukommen. Nicht? Ja. Ja. Ja, und sagt Uri, man ahnt es ja schon, aber ich frage sich trotzdem, um es auch nochmal auf den Punkt zu bringen, wie kommt es, dass dieser Paul Gerhardt, der jetzt vor über 300 Jahren gelebt hat, uns auch heute im Gottesdienst darüber hinaus mit seinen Texten anspricht. Wie ist das möglich? Eben, ich glaube, es ist ähnlich wie bei den Psalmen. Wir erscheinen in diesen Liedern. Ja. Unsere Gedanken erscheinen in diesen Liedern. Es gibt doch Momente, wo wir singen können, sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein. Denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er es mit mir meint. Diese Situation kennen wir. Aber wir kennen auch, befiehl du deine Wege und was dein Herz erkränkt. Und er führt uns auf einen Weg,
den er in seinen Liedern auch entwickelt, hin zu einer Hoffnung. Ja. Zu einer Hoffnung. Und ich denke, das ist sein Geheimnis. Ja. Er verschweigt nichts, was im Leben uns geschehen oder begegnen kann. Aber er führt uns durch seine Lieder immer wieder hin auf den entscheidenden Punkt: Gott ist ein gnädiger Gott. Ich bin nicht verloren, auch wenn das in den Augen aller anderen so sieht. Im tiefsten bin ich eingebunden, eben in diese Hand, die mich hält, ja, wie es Psalm 139 sagt. Ja. Ja, kann man sagen, so die Liedtexte von Paul Gerhardt, das sind ja oft auch zahlreiche Strophen, sind so wie so eine Predigt, die einen hineinnehmen und mit einem einen Weg gehen, dann hin bis zur Hoffnung, bis zur Glaubensstärkung, bis zum Vertrauen. Ja, das würde ich sagen. Es ist effektiv der Weg, den er mit uns macht, mit uns geht, uns an der Hand nimmt. Vielleicht könnte man auch sagen, wie Psalm 23, es ist wie beim guten Hirten, oder? Ja, ja. Der Herr ist mein Hirte, er führt mich. Und ich denke, etwas von dem erscheint in diesen Liedern bei Paul Gerhardt. Und darum sind es einfach Lieder, die uns in unserer sogenannten aufgeklärten Zeit halt doch dort abholen, wo wir sind. Wir sind seelische Wesen. Ja. Und in seinen Liedern kommt dieses Seelische zum Ausdruck und dann sind wir eben verwandt. Mhm. Auch wenn er schon bald 400 Jahre gestorben ist, nicht? Du hast schon gesagt, Befiehl du deine Wege, dein Lieblingslied. Gibt es noch ein weiteres Lied, das dich sehr begleitet, das dich sehr viel gibt von Paul Gerhardt, das wir gegen Ende zitieren könnten? Jawohl. Schlage da mal auf. Eben gerade das Lied »Geh aus mein Herz und suche Freud« in dieser lieben Sommerzeit. An deines Gottes Gaben schau an der schönen Gärten zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmückt haben. Sich ausgeschmückt haben. Da kommt mir Gott in der Natur. Heute betrachtet man das sehr kritisch, man sagt, ja, wenn du was gehört hast in der Natur, dann war es vielleicht nur ein Reh oder der Gärtner oder der Jäger, der vorbeigegangen ist. Mhm. Aber es gibt eben auch einen anderen Zugang, indem man nicht die Natur als Natur vergöttert, sondern eben hinter diesem Wunder der Natur auch immer wieder den Schöpfer erkennt. Ja, wie den Schöpfungspsalmen. Mit den Schöpfungspsalmen, genau. Mhm. Immer wieder den Schöpfer erkennt, wie Paulus ja einmal sagt, entscheidend ist, dass wir eben diesen Schöpfer erkennen und nicht die Schöpfung an sich als Gott deklarieren, sondern es ist diese Kraft dahinter. Ja. Und von daher ist das für mich ein sehr schönes, aufbauendes Lied. Absolut. Und wie befiehl du deine Wege und geh aus dein Herz, sind eben genau diese beiden Aspekte, die ich immer wieder bei Paul Gerhardt entdecke. Auf der einen Seite ist es das Beobachten der Natur, das Erkennen des Schöpfers, auf der anderen Seite ist es aber auch das Urvertrauen, das Beobachten des Lebens, das Gehaltensein im Leben, das ist das, was mich immer wieder beeindruckt. Oh ja. Und das kommt bei dir so richtig rüber, die Begeisterung. Ja, sag mal Uli, wenn sich jetzt jemand noch mehr mit Paul Gerhardt beschäftigen möchte, welchen Rat gibst du ihm? Was kann er lesen über sein Leben, über sein Werk? Also Paul Gerhardt, über ihn wurde ja sehr, sehr viel geschrieben. Und er wurde ja auch verewigt auf Briefmarken und in Häusern und in Kindergärten und Spitälen, die seinen Namen tragen. Mhm. Das zeigt schon etwas von seiner Wichtigkeit und Bedeutung auch in der Geschichte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde auf Wikipedia gehen und Paul Gerhardt, dort gibt es eine wunderbare, lange, lange Literaturliste, wo man wirklich sich auch die Themen, die einem interessieren, zu Paul Gerhardt, jedenfalls in der Sekundärliteratur, auswählen kann. Und vielleicht persönlich würde ich sagen, es gibt ein Buch zusammen mit einer Audio-CD, und dieses Buch heißt
Du meine Seele singe und ist im Hänseler Verlag erschienen. Ja. Also wenn man nicht nur lesen will über Paul Gerhardt, sondern sich auch die Lieder anhören will, die Texte lesen will, dann könnte ich mir vorstellen, wäre das eine gute Packung. CD, Audio, Du meine Seele singe, Hänseler Verlag, dort sollte man das bekommen. Und wie gesagt, ansonsten eben Wikipedia mit einem, sogar die ISBN-Nummern sind dort verzeichnet. Also was will das Herz noch mehr? Ja, was will das Herz noch mehr, genau. Ja, also Uli, du hast mich so bereichert jetzt durch deine Art und durch deine Leidenschaft für Paul Gerhardt, das mich so inspiriert. Ich sage dir ein ganz großes Merci, ein großes Dankeschön und sage Ciao, bis auf ein anderes Mal. Bis auf ein anderes Mal.